Werteveränderung in einer Bilanz. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal wieder in Buchführung. Bei dem folgenden Video geht es um Prinzipien der Werteveränderung, das heißt, das, was ich gleich vorstelle, dass bestimmte Geschäftsfälle in einem Konto auftauchen, kommt in der Realität natürlich nicht vor, aber man kann hier anhand dieses Videos schön erkennen, wie sich die Werteveränderungen abspielen. Ja, wir haben hier einen Geschäftsfall, in dem wir einen Computer kaufen, und zwar bar. Das bedeutet, die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich und die Kasse mindert sich, weil wir da ja das Geld für diesen Computer rausnehmen. Also, das bedeutet, wir haben hier bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 Euro mehr drin und aus der Kasse gehen 500 Euro heraus. Beim nächsten Geschäftsfall, da bezahlen wir eine Rechnung, allerdings nicht mit dem Geld aus der Kasse, sondern wir leihen uns Geld bei der Bank. Das bedeutet, unsere Schulden bei der Bank erhöhen sich um 400 Euro. Wir leihen uns also weitere 400 Euro aus, um die Schulden bei den Lieferern zu bezahlen. Das sind die Verbindlichkeiten und die nehmen dann um 400 Euro ab. Das bedeutet, hier auf der Passivseite tauschen sich jetzt ebenfalls zwei Werte und deshalb spricht man hier von einem Passivtausch. Beim nächsten Geschäftsfall, da haben wir hier Kauf von Waren auf Ziel. Das bedeutet, diese Waren bezahlen wir irgendwann mal in der Zukunft und haben dadurch Schulden. Das bedeutet, unsere Verbindlichkeiten erhöhen sich wieder um 600 Euro, aber nur, weil wir es noch nicht bezahlt haben. Ansonsten würden wir die 600 Euro aus der Kasse rausnehmen. Und gleichzeitig mehren sich die Waren auch um diesen Betrag, um 600 Euro. Und darum spricht man jetzt von einer Aktiv-Passiv-Mehrung. Das bedeutet, die Aktivseite ist mehr geworden, aber auch die Passivseite. Kommen wir zum letzten Geschäftsfall. Hier bezahlen wir die Rechnung der Waren. Das bedeutet, wir haben jetzt hier die 600 Euro, die wir aus der Kasse rausnehmen, minus 600 Euro. Und dafür nehmen aber auch die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferer ab. Das bedeutet, wir können hier ebenfalls die 600 Euro abziehen. Und dadurch bekommen wir eine Aktiv-Passiv-Minderung. Also aus der Kasse geht das Geld raus, das wir für die Bezahlung der Schulden verwenden. Also nimmt die Kasse ab und die Verbindlichkeiten, also unsere Schulden, nehmen auch ab, nämlich um die 600 Euro, die die Rechnung noch wert war.